Ja, liebe Genossinnen und Genossen und vor allem lieber Martin, herzlich willkommen im schönsten Bundestagswahlkreis Hamburgs. Wir freuen uns alle wirklich sehr, dass du heute Abend bei uns bist. Ich freue mich, dass ich hier ganz viele bekannte Gesichter von Genossinnen und Genossen sehe. Ich freue mich aber fast noch ein bisschen mehr, dass ich heute so viele Gesichter von neuen Mitgliedern, von neuen Genossinnen und Genossen sehe, die die letzten Tage in die Partei eingetreten sind. Herzlich willkommen bei der SPD. Toll, dass ihr dabei seid. Und euch stehen jetzt spannende 7 Monate voran, in denen wir gemeinsam ein ganz, ganz großes Ziel vor Augen haben. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die SPD stärkste Kraft in dieser Republik wird. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Martin Schulz der nächste Bundeskanzler wird. Und, auch mein ganz persönlicher Wunsch, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir nach 2005 diesen Wahlkreis endlich wieder für die SPD zurückholen, liebe Genossinnen und Genossen. Und da wir eben schon ein bisschen im Sport waren, lasst uns in der Sportsprache bleiben. Wahlkampf, das ist zum einen Mannschaftssport und das ist kein Sprint, das ist Langstreckenlauf. Und zu diesem gemeinsamen Langstreckenlauf, zu diesem möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen. Denn ab jetzt heißt es zu kämpfen, ab jetzt heißt es zu den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen, in die Wohnquartiere, in die Straßen rein, mit ihnen zu sprechen, zu fragen, wo drückt der Schuh, wo ist euer Anliegen, was können wir für euch tun, zuzuhören und das dann im Bundestag umzusetzen, das ist unsere Aufgabe und das werden wir alle gemeinsam schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Mein Wahlkampf, der beginnt jetzt. Genauer gesagt, er beginnt diesen Freitag 16 Uhr. Diesen Freitag 16 Uhr starte ich mit den ersten Hausbesuchen. Ich werde in Fußbüttel starten, werde die nächsten Wochen auch ganz, ganz viel hier in diesem Bereich unterwegs sein. Insofern freue ich mich auf jede Unterstützung und Martin, vielleicht kannst du ja auch nochmal 1-2 Stunden erübrigen und mit mir durch den Wahlkreis von Helmut Schmidt ziehen, um dort Stimmen für die SPD zu sammeln. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei wärst. Es wurde eben auch schon von Andreas Dressel ganz, ganz viele wichtige Themen angesprochen, die auch die Schwerpunkte für uns im Wahlkampf sein werden und sein müssen. Das Thema Steuergerechtigkeit. Ich glaube, es ist essentiell auch klarzumachen, dass es nicht sein kann, dass der Gasthof, dass der Bäcker, dass der kleine Handwerksbetrieb Steuern zahlen muss, dass er sich anstrengen muss, aber dass Betriebe wie die Amazons, wie die Googles, dass die einfach durch Steuerschlupflöcher hier die Steuern nicht bezahlen, das ist eine Ungerechtigkeit ohnegleichen. Dagegen müssen wir vorgehen und das werden wir den Menschen auch so vermitteln. Und ein Punkt, der ist mir persönlich auch ganz wichtig und ich habe eben auch mit unseren Neumitgliedern drüber gesprochen, warum seid ihr denn eigentlich eingetreten? Und da kam ein Punkt immer ganz besonders zur Sprache und das steht hier auch hinten an dem Roll-up. Für Zusammenhalt und gegen Hetze. Wir müssen und wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass diese unsägliche AfD, die wir auch in der hamburgischen Bürgerschaft leider erdulden müssen, dass diese AfD eben keine Alternative für Deutschland ist, sondern dass sie eine Schande für Deutschland ist. Das, liebe Genossinnen und Genossen, das werden wir ganz, ganz deutlich herausstellen. Und wir werden auch herausstellen, dass es ein Bollwerk gibt gegen Nationalismus, gegen Hetze, gegen Ausgrenzung. Nämlich, das sind wir. Das war und das ist und das wird die SPD immer bleiben. In diesem Sinne, ich freue mich auf einen starken, auf einen gemeinsamen, auf einen geschlossenen Wahlkampf. Ich freue mich auf den 24.09. Ich freue mich noch mehr, wenn dann, Andreas sagte es, bei election.de die Einfärbung des Wahlkreises immer noch rot ist.
Und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, gemeinsam werden wir es schaffen. Wir werden alle 6 Wahlkreise für die Hamburger SPD holen. Wir werden einen Bundeskanzler Martin Schulz haben. Und ich freue mich nun sehr, Martin, dir das Wort übergeben zu dürfen. Herzlich willkommen hier in Hamburg. Herzlich willkommen in Lemsal. Du hast das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, schönen Dank für den freundlichen Empfang. Damit jeder das weiß, ich bin ein Anhänger des 1. FC Köln. Deshalb. Aber da wir ja für soziale Gerechtigkeit sind, sei es dem HSV. Sei dem HSV gegönnt. An die neuen Mitglieder will ich mich erstmal wenden. Vielen Dank, dass ihr euch entschieden habt, uns und unserer Partei Vertrauen zu schenken. Und der Begriff Genosse kommt aus dem Althochdeutschen von Genote. Genote heißt Helfer in der Not. Die Männer und Frauen, die die Sozialdemokratie in Europa, in Deutschland gegründet haben, waren Menschen, die in Not lebten. Es waren Menschen, die unter anderen Bedingungen Politik gemacht haben, als wir das heute tun können. Die Gründergeneration im 19. Jahrhundert, die die sozialdemokratische Bewegung, die Gewerkschaftsbewegung in unserem Land, in der ganzen Welt, in Europa insbesondere, aber in den Industrieregionen, vor allen Dingen in Europas gegründet haben, waren Männer und Frauen, die ausgebeutet wurden. Das waren Menschen, die in für uns heute unvorstellbare Not leben mussten. Menschen, die unterdrückt wurden. Menschen, für die es keine Meinungsfreiheit gab. Menschen, für die es kein gemeinsames Wahlrecht gab. Das waren Menschen, die unter Sklavenbedingungen, mit Kinderarbeit, nebenbei bemerkt, was wir heute gar nicht mehr wissen, mit einer enormen Kindersterblichkeit, ihr Leben fristen mussten und die sich zusammengeschlossen haben. Die sich untereinander sagten, alleine bist du schwach, aber Einigkeit macht stark. Die Idee hatten, dass sie in einer Gesellschaft leben wollten, in der es keinen Herrn und keinen Knecht gibt. Nicht die Gesellschaft der Gleichen. Die wird es, glaube ich, nie geben. Wir sind nämlich nicht alle gleich. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder von uns ist anders als der andere. Aber die Gesellschaft der Gleichberechtigten, in der es einen gleichberechtigten Zugang zur Gesellschaft, einen gleichberechtigten Zugang in der Mitwirkung beim Staat und im Staat gibt, in der es das gleiche Wahlrecht gibt. Und das musste erkämpft werden. Das musste erkämpft werden gegen Unterdrückung, gegen Krieg, gegen Ausbeute, gegen Rechtlosigkeit. Und dass die den Begriff des Genossen gewählt haben oder der Genosse, also desjenigen oder derjenigen, die in der Not der Helfer ist, dadurch, dass man zusammensteht, sich zusammenschließt, das wundert mich nicht. Und deshalb ist der Begriff Genosse ja ein Begriff, der von anderen oft ein bisschen belächelt wird oder uns gar vorgeworfen wird, weil die Kommunisten ihn missbraucht haben. Wenn es so ist, dass der Begriff des Helfers in der Not, in der Arbeiterbewegung, deshalb gewählt wurde, weil durch Zusammenhalt, Respekt, durch die Idee, dass der eine für den anderen einsteht, dass Generation für Generation einsteht, dass Gruppe für Gruppe einsteht, wenn dadurch die Idee entwickelt wurde und gestärkt wurde, dass man sich als Genosse anredete, weil man wusste, der ein Genosse ist oder diejenige, die eine Genossin ist, steht zu dieser Überzeugung, steht dazu, dass wir gemeinsam stark sind, steht dazu, dass er oder sie ihr und sein Recht haben will, aber auch dafür kämpft, dass ich mein Recht habe. Dann, finde ich, ist, wenn wir zurückblicken auf das, was wir erreicht haben als Sozialdemokraten, dass aus rechtlosen Menschen gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger wurden,
dass wir eine Bildungsbewegung waren, die den Menschen den Zugang zur Mitwirkung im Staat, zur Mitwirkung in der Gesellschaft dadurch ermöglichten, dass die Kinder zur Schule gehen konnten, dass es elementare Überlegungen gab, dass derjenige, der lesen und schreiben kann, sich informieren kann. Und dass der, der sich informieren kann, verstehen kann. Und dass der, der verstehen kann, mitwirken kann, indem er mitreden kann. Und dass der, der mitwirken und mitreden kann, mitentscheiden kann. Setzte Bewegungen in Gang, die haben alles verändert. Die haben die Kinderarbeit abgeschafft. Die haben die Krankenversicherung eingeführt. Die haben die Rentenversicherung durchgesetzt. Die haben das gleiche Wahlrecht durchgesetzt. Die haben das Wahlrecht für Frauen durchgesetzt. Die haben die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in die Verfassung geschrieben. Die haben die Kinderarbeit verboten und den 8-Stunden-Tag durchgesetzt. Wenn Genosse ein Symbol für diese Erfolge ist, dann lasst uns doch stolz darauf sein, dass wir uns gegenseitig mit Genossin und Genosse anreden. Danke für die Einladung in den Gasthof Offen. Und ich danke Herrn Offen, der mich am Eingang begrüßt hat, für die freundliche Begrüßung. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute Abend in einem so traditionsreichen Hamburger Haus sein darf. Und dass das der Wahlkreis von Helmut Schmidt ist, das war mir bekannt auf dem Weg hierher. Und dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir diesen Wahlkreis gewinnen müssen. Das sind wir dem Helmut schon schuldig. Jetzt mache ich was, es gibt ein paar, die fallen jetzt hier in Ohnmacht, also die Leute, die hier immer mit mir unterwegs sind und meinen Terminkalender machen, die mir vor jedem Auftritt sagen, sag nichts zu. Weil wir können es hinterher wieder absagen. Ich komme nochmal, in jedem Fall. Damit wir diesen Wahlkreis. Ist mir gesagt worden, halt keine lange Rede, weil die Leute wollen essen. Und irgendjemand, ich weiß nicht, Andreas, du oder wer, hat hier den Ablaufplan liegen lassen. Hier steht doch ziemlich genau drauf, Rede, Nennung der Neumitglieder, Essen, Unterhaltung, von Tisch zu Tisch herumgehen. Also, ich weiß genau, was ich hier heute Abend zu tun habe. Finde ich übrigens toll, dass auf meinem Rednerpult sowas liegt. Da kann ich mich zukünftig orientieren, weil die mir immer sagen, du redest zu lange. Aber drei Dinge will ich heute Abend sagen. Ich höre in diesen Tagen seit der Nominierung, ich sei nicht konkret genug. Und da wird immer so, wann wird er denn konkret, der Herr Schulz? Und ich habe ja volles Verständnis dafür, dass die andere Seite jetzt nervös wird. Kann ich verstehen. Und heute bin ich auch gefragt worden, sagen Sie mal, Herr Schulz, wie lange soll denn dieser Hype jetzt noch anhalten? Also ich habe dem Journalisten, der mich das gefragt hat, die Antwort gegeben bis zum 24. September. Sagen, wir hatten auch schlechte Umfragezeiten und da haben wir auch unser Haupt nicht gesenkt. Aber dass wir es in guten Umfragezeiten mal erheben und sagen, wir sind stolz darauf, dass wir auch durch Täler gehen, dass wir als SPD auch Niederlagen hinnehmen können, aber dass wir immer gewusst haben, für unsere Programmatik, für die soziale Gerechtigkeit, für die Verteidigung der Demokratie, aber vor allen Dingen für den Respekt vor dem Individuum, vor jedem einzelnen Menschen. Dafür gibt es in dieser Gesellschaft eine Mehrheit. Und dass die Mehrheit wünscht, dass es in unserem Lande gerecht zugeht. Doro hat eine der größten Ungerechtigkeiten genannt. Dass die Bürger, die hart arbeiten, ob das kleine Unternehmer sind, kleine Selbstständige, ob das Angestellte sind, Beamtinnen und Beamte sind, oder ob das Arbeiterinnen und Arbeiter sind, die anständig ihre Steuern zahlen und die Milliarden Gewinne machen,
ihr Geld irgendwo in Steueroasen parken können, ist eine der größten Ungerechtigkeiten, die es gibt. Und wir werden das beenden nach dem 24. Wir werden die Steuerschlupflöcher schließen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern durch Deutschland auch auf der europäischen Ebene. Diskussionen, die wir in unserer Partei führen müssen um die Frage der Steuerpolitik. Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Und ich habe eine Kommission, die noch von Sigmar Gabriel eingesetzt worden ist. Und ich habe den Mitgliedern dieser Kommission gesagt, Leute, geht ins Detail, macht das. Weil das sind alle Steuerexperten. Die einen sind Finanzminister der Länder, die anderen sind Finanzpolitiker des Bundes. Die Dritten, das sind Kommunale. Und die haben natürlich pflichtgemäß zunächst mal die Dollarzeichen in den Augen, wenn es um ihre Haushalte geht. Wir müssen, ne? Andreas, klar. Fraktionsvorsitzender der Bürgerschaft hat auch ein einnehmendes Wesen, klar. Aber wir brauchen einen fairen Ausgleich aller Interessen und wir brauchen ein Steuerkonzept, bei dem ich jetzt zunächst mal nicht damit anfange, die einzelnen Euros zu zählen, sondern an den Anfang der Debatte einen Grundsatz zu formulieren. Und der Grundsatz lautet wie folgt. Die Menschen, die hart für ihr Geld arbeiten müssen, dürfen nicht schlechter gestellt sein als die, die ihr Geld für sich arbeiten lassen können. Wenn wir diesen Grundsatz an den Anfang unserer Steuerdebatte stellen, werden wir ein Konzept der gerechten Besteuerung, das die starken Schultern mehr belastet und die, die hart arbeiten, entlastet, auf den Tisch legen. Das ist das Ziel einer sozialdemokratischen Steuerpolitik. Wir haben junge Männer, junge Frauen, die in die Partei eintreten, die von uns erwarten, dass wir die Zukunft dieses Landes gestalten. Und zur Zukunft dieses Landes gehört eins, die Investition in die Köpfe unserer jungen Generation. Je besser qualifiziert und je besser die Qualifikationsmöglichkeiten, je besser die Ausstattung der Bildungseinrichtungen, desto sicherer eine gute Zukunft für unser Land und für seine Wirtschaft. Dazu gehört, was ihr in Hamburg ja bereits macht, die Gebührenfreiheit vom Kita bis zur Universität. Eine der Ungerechtigkeiten, die beseitigt gehört, ist, dass der Anteil von Akademikerkindern am Gymnasium und an den Universitäten gestiegen ist. Das ist gut. Aber dass der Anteil von Arbeiterkindern an den Schulen und den Universitäten gesunken ist, das ist nicht gerecht. Ich möchte nicht, dass der Wohnsitz der Eltern oder der Geldbeutel der Eltern über die Zukunft der Kinder entscheidet. Deshalb muss der Staat die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unbeschadet der Vermögensverhältnisse der Eltern die Kinder die gleichen Chancen in dieser Gesellschaft haben. Das ist der Hintergrund des Satzes Gebührenfreiheit vom Kita bis zur Universität. Und wenn ich aufgefordert werde, konkret zu werden, da will ich die konkreten Ungerechtigkeiten noch benennen. Ich nenne mal eine, über die nie einer in der Wahlkampfrede redet. Aber ich will sie mal beschreiben, was für mich eine der größten Ungerechtigkeiten ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen arbeiten in Bereichen, die wir menschennahe Dienstleistungen nennen. Das ist auch so ein Wortungetüm. Das sind Männer und Frauen, die in der Krankenpflege arbeiten, in der Altenpflege. Das sind übrigens auch Männer und Frauen, die in den Kindergärten arbeiten, in den Kitas, auch in den Schulen. Aber diejenigen, die im Krankenhaus, in der Kranken- oder in der Altenpflege arbeiten, gerade die will ich mal rausgreifen als besonderes Beispiel. Was sind das für Menschen? Das sind diejenigen, die für die, die die meiste Zuwendung brauchen, Kranke, Alte, Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderungen, die für die da sein müssen. Und die häufig mit einem ungeheuren Engagement weit über das Maß des Üblichen hinausgehen, sich diesen Menschen zuwenden. Und die in einer Situation, in einer Arbeitswelt leben, wo die Zeittakte, weil nämlich auch in unserem
medizinalen System, in unseren Betreuungssystemen, die durch Rationalisierung dazu führt, dass auf Zeittakte geachtet wird. Du hast so und so viele Minuten, für den und den Mann, für den und die Frau, mehr hast du nicht. Und der Druck immer größer wird, ausgerechnet in den Bereichen, wo er eigentlich geringer sein müsste, wo die Zuwendung, die nämlich was mit Menschenwürde zu tun hat, am höchsten sein müsste. Und diese Leute werden auch noch ganz schlecht bezahlt. Deshalb zur Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft gehört genau dieses Phänomen, dass die, die am meisten den Artikel 1 unserer Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar, in die Tat umsetzen müssten, indem sie nämlich ein menschenwürdiges Alter, eine menschenwürdige Betreuung, eine menschenwürdige Krankenversorgung, eine menschenwürdige Sterbebegleitung ermöglichen müssten, dafür die entsprechende Zeit kriegen und dafür anständig bezahlt werden, dann würden wir Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft herstellen. Das ist ein kleines Beispiel, aber eins. Liebe Genossinnen und Genossen, das so signifikant, so repräsentativ ist. Denn ich rede unser Land nicht schlecht, wie mir einer vorgeworfen hat. Wir sind ein starkes Land. Wir sind ein stolzes Land. Wir sind ein Land, das auf seine Leistungen sehr wohl selbstbewusst schauen kann. Wir haben kluge Köpfe, wir haben kluge Männer und Frauen, die in Unternehmen tätig sind. Wir sind ein Land immer noch der Entwicklung und der Forschung. Immer noch ist Made in Germany der Exportschlager Nummer 1. Immer noch haben wir hervorragende Forscher, hervorragende Unternehmer. Immer noch haben wir hervorragende Universitäten mit wunderbaren Ergebnissen. Immer noch haben wir Firmen, die Leuchttürme in der Welt sind. Und das sind nicht nur die Multinationalen. Das sind auch viele familiengehaltene Unternehmen, die als Spezialisten, wo sage ich das, in der Stadt wie Hamburg, mit Weltruf arbeiten. Wir sind ein Land, das blüht und das soll so bleiben. Und wir sind ein Land mit 6 Milliarden Haushaltsüberschuss, weil es so ist. Und einem Finanzminister, der Steuergeschenke für Reiche für den Wahlkampf vorbereitet, anstatt zu sagen, wir nutzen diese Überschüsse, um die Ungerechtigkeiten, die es in dieser Gesellschaft gibt, zu beseitigen. Eine, wie ich sie gerade beschrieben habe. Oder eine andere, die darin besteht, dass wir nicht die Haushaltsüberschüsse verwenden für Steuergeschenke für die, die ohnehin genug haben, sondern für die Schulsanierung, für die Ausstattung von Kindergärten, für die Ausstattung der Universitäten, weil das nämlich die Investition in die Zukunft ist, damit es so bleibt, wie es in unserem Lande jetzt ist und nicht schlechter wird. Und die vor allen Dingen dafür genutzt werden, dass die Männer und Frauen, die durch ihre harte Arbeit diesen Wohlstand in diesen Unternehmen, in diesen Einrichtungen, in den Universitäten, in den Krankenhäusern, in den Betrieben erwirtschaften, den gleichen Anteil am Gesamtgewinn haben, wie diejenigen, denen diese Unternehmen gehören oder die mit diesen Unternehmen an der Börse spekulieren. Wenn die Unternehmensgewinne steigen, aber die Reallöhne stagnieren oder gar rückläufig sind, dann ist das nicht gerecht. Deshalb die Gewerkschaften an unserer Seite. Und ich sage das den politischen Wettbewerbern ganz klar. Ja, wir wollen mehr Löhne und mehr Einkommen erreichen, weil das in einer Wohlstandsgesellschaft wie der deutschen nicht mehr als gerecht ist. Und damit die Bratkartoffeln und das Roastbeef nicht zu lange warten, der letzte Hinweis. Die Schlagzeilen, die ich in den letzten Wochen, in den letzten Tagen so gelesen habe, auch schon vor meiner Nominierung, die was mit mir persönlich zu tun hat, die fand ich ganz toll. Provinzbürgermeister. Stimmt, ich war 11 Jahre Bürgermeister einer Provinzstadt. Die Stadt Würselen in der Nähe von Aachen. Die wird immer berühmter jetzt, die Stadt. Die habe ich jetzt gelesen, ich lese da tolle Sachen über meine Heimatstadt. Und ich schäme mich nicht, dass ich aus einer kleinen Provinzstadt komme. Schäme mich nicht, dass das meine Heimat ist. Schäme mich auch nicht für meine 11 Bürgermeisterjahre. Denn jedes Problem des Arbeitsamtes, des Sozialamtes, des Unterhaltsvorschusses, jedes Problem des Jugendamtes,
Jedes Straßenverkehrsproblem wie jeder Bebauungsplan. Jedes Problem im Familienbereich, bei der Altersversorgung, jedes Problem bei der Betreuung von Alten, wie bei den Kindergärten, selbst jedes Problem bei der Feuerwehr oder die Nachbarschaftsprobleme oder die Sorgen um den Arbeitsplatz und den Erhalt des Betriebs landen früher oder später im Rathaus. Und deshalb ist das, was ich in den 11 Jahren als Bürgermeister gelernt habe, das, was ein Politiker, auch ein Bundeskanzler, beherzigen sollte. Im Mittelpunkt unseres Denkens muss der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin stehen. Und das gilt für uns Sozialdemokraten in einer ganz besonderen Art und Weise. Wenn wir mal zurückschauen, müssen wir uns, und da ist Hamburg ein ganz gutes Beispiel, wie man es anders macht. Wir müssen uns oft die Frage stellen, warum haben denn Leute, wenn sie unsere Meinung teilen, wenn sie sagen, ihr habt das richtige Programm, dennoch das Vertrauen zu uns verloren? Das hat sicher vielfältige Gründe, aber ein Grund besteht darin, dass die Leute dir abnehmen müssen, dass du das, was du sagst, auch tatsächlich so meinst. Dass das, was du verkündest, das Resultat einer Erfahrung ist, die du gemacht hast. Eine Erfahrung, die du entweder selbst erworben hast oder die du dir hast berichten lassen, um sie umzusetzen. Und die Konsequenzen daraus zu ziehen und sie dann umzusetzen. Dabei kommt es ganz stark nicht nur auf den Kopf an, sondern auch auf die Gefühle. Denn Menschen müssen fühlen und spüren, dass das Argument, das rationale Argument, ernst gemeint ist. Wir müssen so weit sein, dass die Leute mitkriegen, dass sie sagen, wir wissen als Sozis, wie das ist, wenn der 55-jährige Familienvater nachts wach wird, das Haus ist nicht bezahlt und die Kinder noch in der Ausbildung und die Firma von der Schließung bedroht. Was das für ein Albtraum ist. Die müssen spüren, dass wir wissen hier im Bauch, was das bedeutet, wenn die eigenen Eltern pflegebedürftig sind. Du bist selbst als Paar bis an den Rand belastet, musst dich noch um deine eigenen Kinder kümmern, deinen Job organisieren und hast Angst davor, dass du wirtschaftlich, physisch und psychisch in die Knie gehst, weil du deiner Verpflichtung nachkommen willst. Wie das ist. Oder wenn du krank bist und Angst vor der Zukunft hast. Oder die Angehörigen, die einen Kranken in der Familie haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Das sind nicht irgendwelche Randfälle. Das ist der Alltag von vielen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die darauf hoffen, dass in einer solchen Situation die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Gesellschaft sie mitträgt und der Staat sie beschützt. Und wenn die spüren, die Sozis wissen das, bei den Sozialdemokraten sind die Leute, die das mitspüren. Und deshalb mein Schicksal, das Schicksal meiner Familie, das Schicksal meiner Kinder, an den Anfang ihres Denkens setzt, dann gewinnen wir dieses Vertrauen zurück. Wir reden als Politiker oft immer in Milliarden. Aber eine Milliarde hier und 10 Milliarden da und 5 Milliarden da hinten und 2 Milliarden morgen. Für die meisten hier in diesem Raum ist 1 Million eine gewaltige Summe. Aber für 99% der Menschen sind 1.000 Euro die entscheidende Größenordnung, ob die Miete reicht oder für die Kleidung das Geld da ist oder das Auto neu angeschafft werden kann oder vielleicht der Urlaub noch finanziert werden kann. Wenn wir die Sorge um die 1.000 Euro in den Mittelpunkt unseres Handelns und Denkens stellen, dann werden die uns am Ende auch erlauben, über die Milliarden zu diskutieren, weil sie wissen, im großen Maßstab geht es um Milliarden. Wenn die aber eingesetzt werden, damit unsere Probleme, die mit 1.000 Euro beschrieben werden, damit nicht gelöst, aber das Leben vielleicht jeden Tag ein Stück besser gemacht wird, dann gewinnen wir dieses Vertrauen zurück. Und dann werfen mir Leute jetzt in den letzten Tagen vor, das ist ja Gefühlsduselei. Nee, das ist nicht Gefühlsduselei, das ist die Beschreibung von Sorgen. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar.
dann müssen wir die Würde des Menschen aber in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Und zwar jedes einzelnen Menschen. Jede einzelne Frau, jedes einzelnen Mannes, jedes einzelnen Kindes. Und deshalb zum Abschluss, weil du auf die Rechten hingewiesen hast, die mit ihrer Rhetorik und ihrer Vorgehensweise die Menschenwürde jeden Tag mit Füßen treten. Im Grundgesetz steht nicht, die Würde der Deutschen ist unantastbar. Da steht, die Würde der Menschen ist unantastbar. Das bezieht sich auf alle Menschen, die in unserem Lande leben, egal welche Hautfarbe sie haben, welche Religion sie haben, egal welches Geschlecht sie haben oder welche Lebensform sie wählen. Im Mittelpunkt unseres Denkens muss diese Menschenwürde stehen. Und die, die diese Menschenwürde in Frage stellen, egal woher sie kommen, ob das die Fanatiker sind, die unsere Grundrechte unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit angreifen, oder ob es die sind, die mit blankem Hass und Rassismus die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts zerstören wollen. Immer, wenn es in der Geschichte unseres Landes so war, dass egal welche Extremisten, aber insbesondere die von rechts, diese Schande für die Bundesrepublik, die einen Abgeordneten an den Landtag schickt, der das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas als Mahnmal der Schande bezeichnet und der nicht ausgeschlossen wird aus der Partei, weil dahinter nämlich ein taktisches Kalkül steckt, nämlich den rechten Rand an sich zu binden. Wann immer es diese Leute gab, die Totengräber der Demokratie, gab es eine Partei, das hast du richtigerweise gesagt, die ihr Haupt erhoben hat und sich denen in den Weg gestellt hat. Und deshalb ist es für mich ein Moment des Stolzes, dass ich der designierte Vorsitzende genau dieser Partei sein darf. Es gibt in Deutschland für die Verteidigung der Gerechtigkeit, des Zusammenhalts in der Gesellschaft und der Bewahrung der Demokratie ein Bollwerk. Und dieses Bollwerk hat drei Buchstaben, die lauten SPD. Vielen Dank.